Und mit dieser Eilmeldung geht es weiter. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Hat eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München-Freising eine falsche Aussage gemacht zu haben. Er habe demnach, anders als zunächst behauptet, doch im Jahr 1980 als Erzbischof von München-Freising an einer Sitzung teilgenommen, bei der über einen Priester gesprochen wurde, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern auffällig geworden war. Das teilte Benedikts Privatsekretär Georg Genswein in einer Presseerklärung soeben mit.